So. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Wir haben sie überschrieben mit dem Titel Kontrovers. Es geht um heiße Eisen in Gesellschaft und Kirche. Und als wir darüber geplant haben in unserem Word-Team, Predigtvorbereitungsteam, da kam mir gleich, habe ich gesagt, ich möchte anfangen mit dem Thema Antisemitismus. Ja, es war einfach in meinem Herzen, es ist ein aktuelles Thema, in der Gesellschaft auf jeden Fall. Man hat ja kaum eine Nachrichtensendung, wo nicht der Nahostkonflikt und das ganze Thema auch Antisemitismus drin vorkommt, vor allem seit einem Jahr, seit dem 7. Oktober, dem Angriff der Hamas auf Israel, ist das in aller Munde. Aber es ist eben nicht nur ein aktuelles Thema in der Gesellschaft, es ist auch ein aktuelles Thema oder es ist ein heißes Eisen, ein wichtiges Thema auch für die Kirche. Wir haben auch noch andere interessante Themen wie Gender und LGBTQ-Bewegung und so weiter. Also ihr könnt euch auf heiße Eisen in dieser Predigtreihe freuen. Genau, ich habe dieses Thema gewählt, also es war die zweite Folie, das habe ich eigentlich schon gesagt, weil es eben so aktuell ist. Und wir haben auch, das passt gut dazu, einen Israel-Kurs, kannst gleich die nächste Folie nehmen, wir nennen ihn Israel-Kurs Basiswissen. Es ist wichtig, dass wir uns auch als Kirche mit Israel beschäftigen. Und deswegen machen wir diesen Kurs. Ich möchte Andreas und Marlies und Thomas und Erika kurz nach vorne bitten. Die vier machen den Kurs. Ihr kennt sie alle, bekannte Gesichter hier in der Kirche. Und super, dass ihr diesen Kurs macht. Ganz toll, cool. Thomas, sag mir, was ist der Israel-Kurs und warum machen wir ihn? Wir wollen keine Israel-Freaks produzieren. Uns liegt auf dem Herzen, im Israel-Basiskurs Menschen, vor allem eine Leidenschaft für Gott zu vermitteln, weil es geht um grundlegende Dinge wie Antisemitismus, Palästinenserfrage, Erwählungsfrage, Gott und sein Volk. Ja, das sind Themen, die wir in 7 Kursen 14-tägig bis Januar hinein besprechen wollen, im Dialog, deshalb auch als Kleingruppencharakter. So 12 Teilnehmer und wir 4, Andreas, Marlies, Erika und ich, dass auch Dialog stattfindet, Fragen und Antworten. Es geht nicht um einen Monolog, nicht um eine Lehre, sondern um einen Dialog, orientiert an dem Israel-Kurs von Christen an der Seite Israels. Es gibt heute viele Informationen, viele Videos. Wir wissen nicht alles, aber wir wollen ins Gespräch kommen mit euch. Was unser Ziel auch ist, was unser Herzensanliegen ist, die Liebe für Gott darin zu finden. Israel ist ein kleines Land, ein kleines Volk. Und was ich kennengelernt habe, der Blick aufs Kleine soll uns den Blick aufs Große erleichtern. Und zwar auf das Universale, nämlich auf Gott. Es geht um den Gott Israels. Es geht nicht um Israel, sondern um den Gott Israels. Im Neuen wie im Alten Testament steht nicht der Gott Deutschlands, nicht der Gott Chinas, nicht der Gott der USA, der Gott Israels. Und wenn wir diesen Gott kennenlernen, dann lernen wir wirklich einen wahrhaftigen Gott kennen, der zu seinem Volk steht, aber auch zu dir und zu mir. Und den möchten wir kennenlernen in diesem Kurs. Darauf lade ich euch ein. Und noch ein Wort darf ich sagen, ich weiß ganz kurz, bitte, vor allem ihr jungen Leute, kommt, sag ich mal, plus minus 12, 13, 14 aufwärts, kommt, sage ich ganz ehrlich, wir wollen nicht die Weißhaarigen, auch nicht die, sage ich mal, über 40-Jährigen, weil ihr wisst schon so vieles. Ihr dürft gerne kommen, aber vor allem ihr Kinder. Also nicht nur, will ich sagen, nicht nur, sondern ihr Kinder kommt vor allem, die Jugendlichen, junge Erwachsene, weil es so wichtig ist, dass ihr darin auch groß werdet. Das möchte ich euch wirklich gern dazu einladen. Danke. Vielen Dank, super. Ich gehe mit Andreas einmal die Woche zum Beten, nicht für Israel, sondern wir beten für unseren Ort, in dem wir wohnen, für das schöne Volkertshofen und wandern durch Volkertshofen und beten für diesen Ort immer einmal die Woche von 6 bis 6:30. Und jetzt haben wir auch über Israel gesprochen und ich habe auch Andreas gesagt, wir
ich predige über Antisemitismus und sagte, ja, ich habe da auch eine interessante Erfahrung, persönliche Erfahrung gemacht. Was war deine persönliche Erfahrung mit dem Antisemitismus? Ja, es war so, ich hatte eine Ablehnung gegen Israel, aber mir war es nicht bewusst. Und es ist tatsächlich viel verändert worden in den letzten Jahren in meinem Leben. Und es ist aber nicht so, dass irgendwie ein Wunder vom Himmel kam und bing, ich war verändert, der Blitz hat mich getroffen. Nee, es ist ein Prozess, der begann und wo ich mittendrin stecke und gespannt bin, wo Gott mich da weiterführt. Und das ist richtig cool, der Prozess. Und in Bezug auf Israel ist ja, tatsächlich immer mehr Ordnung in meinem Leben wiederhergestellt worden. Und nicht zuletzt durch liebe Geschwister, wo ich mit hineingenommen wurde, Israel kennenzulernen. Mir war es anfangs viel zu komplex, das ganze Thema. Und ja, durch das Kennenlernen, auch das Land kennenzulernen und immer mehr Wahrheit auch mitzubekommen, ist immer mehr die Lüge gewichen. Und wir nehmen manchmal gar nicht wahr, auch in unseren christlichen Kreisen, wie viel Lüge einfach bezüglich Israel einfach kursiert. Und ich finde es cool, da immer mehr in die Wahrheit hineinzuwachsen, aber auch. Vielen Dank. Also ihr müsst euch, ihr dürft euch hinsetzen, Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr den Kurs macht und ihr müsst euch schnell anmelden, ihr habt gehört, nur 12 Teilnehmer. Über die Homepage ist es möglich, sich da anzumelden. Wie und wo macht sich Antisemitismus heute bemerkbar? Ich habe mich auch in der Vorbereitung der Predigt und nicht nur in der Vorbereitung der Predigt, auch vorher schon viel damit beschäftigt. Und Juden müssen wieder Angst haben. In Deutschland und auf der ganzen Welt. Ich habe Interviews gehört von Juden, auch Studenten an amerikanischen Universitäten, die Angst haben, eine Kippa zu tragen, weil sie gewalttätige Übergriffe befürchten, nicht nur verbale, sondern auch eben körperliche Attacken. Und das kann nicht sein, dass Juden Angst haben müssen, ich sage mal weltweit, seit dem 7. Oktober letztes Jahr hat das dermaßen wieder zugenommen weltweit und deswegen ist es ein Thema, ein gesellschaftliches Thema. Sogar Synagogen brauchen Polizeischutz in Deutschland, weil sie eben vor Übergriffen fürchten von Islamisten, von der rechten Szene, teilweise auch von der linken Szene. Also das ist eine schlimme Sache. Und das in einem Land wie Deutschland, das eben die Geschichte mit dem Holocaust hinter sich hat. Dann haben wir auch, sehen wir auch, ich sag mal, wie gesagt, die Angriffe kommen von verschiedensten Seiten, aber wir sehen ja, dass besonders der rechte Rand in der Politik sehr stark zunimmt, in Europa und auch in Deutschland. Und dort fühlen sich auch Holocaust-Leugner und Holocaust-Verharmloser beheimatet. Finden dort ihren Platz wieder und gehen in diese rechten Szene auf. Und wir stellen fest, der Nazi-Geist, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, der ist nicht ausgerottet. Der hat vielleicht geschlummert, aber bei vielen ist er nicht aufgearbeitet und er bricht in vielerlei Form wieder auf und erwacht zum Leben. Ich möchte euch jetzt eine kurze Einführung geben in die Geschichte des Antisemitismus, angefangen in der Bibel. Also die Juden wurden schon immer angegriffen. Sie hatten Feinde, vor allem wegen ihrem Monotheismus, weil sie den Gott Jahwe angebetet haben und in einer Umgebung gelebt haben, wo vielerlei verschiedenste Götter angebetet wurden und sie haben die Offenbarung bekommen. Wir haben nur einen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde und auch seinen Namen offenbart bekommen und deswegen wurden sie verfolgt. Schon bei den Ägyptern, also Josef, die Nachfahren von Josef, der eben als Sklave nach Ägypten verkauft wurde, dann hat er seine Familie geholt und dann haben sie in Ägypten gelebt. Erst war es alles ganz friedlich und es war ganz toll in Ägypten, aber irgendwann wuchsen sie, wurden immer größer, immer stärker und dann haben die Ägypter und der Pharao Angst bekommen vor ihnen, haben gedacht, sie werden zu stark, haben sie versklavt. Aber Gott
hat für sie gekämpft. Amen. Er hat sie aus der Sklaverei befreit und er hat sich zu ihnen gestellt in dieser feindlichen Umgebung. Dann nach Ägypten waren es dann die kanaanitischen Völker. Gott hat ihnen ja dann schon vorher, also schon bevor sie als Sklaven in Ägypten waren, hat Gott ja Abraham gerufen, den Vater des Glaubens, übrigens nicht nur für die Juden, sondern auch für die Moslems und für die Christen sozusagen. Also wenn man ihn jetzt betrachtet als Vater von Ismael und von Isaak und also von Jakob und Isaak und Jakob und Jakob der Vater dann jetzt komme ich ein bisschen durcheinander gekommen, genau, aber Jakob der Vater der zwölf, Abraham war der Vater von Ismael und Isaak. Und dann Isaak, der Vater von Jakob und Esau. Und wir sehen da schon die verschiedensten, auch arabischen Völker da drin, vertreten in der Abkommenschaft von Abraham. Und die Geschichte war dann so, dass Gott eben Abraham schon das Volk das Land Kanaan verheißen hat als seinen Besitz. Hat gesagt, du sollst in das Land Kanaan ziehen und ich werde dich dort stark vermehren und ich werde dir dieses Land geben. Und Gott hat die anderen Völker eben vor dem Volk Israel aus Kanaan vertrieben, wegen ihrem Götzendienst. Aber es hatte auch jeder, der wollte, die Chance, dort zu überleben. Also Beispiele dafür, auch die nicht zum Volk Israel gehörten, zum Beispiel die Hure Rahab in Jericho oder später dann zum Beispiel die Moabiterin Ruth. Das können wir alles nachlesen im Alten Testament. Letztendlich sehen wir in der Bibel, dass was hat zum Antisemitismus geführt? Die Erwählung Gottes. Gott hatte das Recht oder hat sich das Recht genommen, zu erwählen, wen er will. Darf Gott machen, was er will oder nicht? Das ist eine große Frage. Also das, viele sind sich da nicht so ganz sicher, ne, und denken, darf Gott wirklich machen, was er will? Aber die Bibel ist da ganz klar. Sagt, Gott ist Gott, der kann machen, was er will. Wir haben keinen Grund, mit ihm ins Gericht zu gehen und zu sagen, Gott, was machst du da? So, Gott hat sich das Recht herausgenommen, Abraham zu erwählen, Isaak zu erwählen und nicht Ismael, Jakob zu erwählen und nicht Esau. Das ist sein Recht. Und damit hadern wir, mit diesem Thema Gott erwählt. Und er hat sich das Volk Israel erwählt und das hat schon immer zu Antisemitismus geführt. Aber er hat eben auch Esau und Ismael gesegnet zum Beispiel, aber nur dann, wenn sie Gott auch anerkannt haben und sich hinter seine Erwählung auch gestellt haben, dann ging es ihnen auch gut. Antisemitismus hat auch rassistische und nationalistische Gründe. Es wurde im Holocaust und auch schon früher und immer noch heute werden ganze Rassen abgelehnt, einfach weil sie zu einer bestimmten Rasse gehören. Das ist bei den Juden auch so. Und dann werden ihnen einfach so negative Konnotationen unterstellt oder beigehaftet oder behaftet. Zum Beispiel von den Juden hat man gesagt, sie seien Lügner, sie seien heimtückisch und hinterlistig, sie wollen die Menschheit zerstören und so weiter. Und das sind so Sachen, die haben sich durch Jahrhunderte hinweg gehalten und wurden verstärkt und unterstützt, obwohl das eigentlich ein Riesenquatsch ist. Also kein Mensch aus irgendeiner Rasse hat deswegen einen schlechten Charakter, nur weil er zu einer Rasse gehört. Amen. Weil er zu einem bestimmten Volk gehört. Ich meine, es gibt gute und schlechte Menschen in jedem Volk, von jeder Nationalität. Wer hinschaut, wer offene Augen hat und wer auch nachdenkt, dem ist das ganz klar. Menschen sind nicht deswegen schlecht, weil sie eine bestimmte Abstammung haben, sondern wegen der Entscheidungen, die sie treffen. Also es gibt Menschen mit gute und schlechte Menschen in jeder Nationalität, in jeder Rasse. In jedem Volk, mit guten Charaktereigenschaften, mit schlechten, guten Motivationen und schlechten Motivationen.
Aber trotzdem halten sich solche negativen Gedanken, manchmal sind sie, Andreas hat es mir auch gesagt, manchmal sind Dinge so unterbewusst in uns verpflanzt. Wir machen uns gar nicht bewusst, dass wir bestimmte Lügen oder bestimmte Vorurteile oder Gedanken mit uns herumtragen. Also das gibt es. Und es gibt auch eine theologische Wurzel für den Antisemitismus. Das ist eigentlich der Anti-Judaismus. Und der kam durch die Kirche. Die Kirche hat schon früh, die christliche Kirche, schon in den ersten Jahrhunderten die sogenannte Ersatz- oder Substitutionstheologie aufgebaut, dass die christliche Kirche Israel als Bundesvolk abgelöst hat. So, alle Verheißungen sind aufgehoben für das Volk Israel und für die Juden und sie sind alle übergegangen auf die Kirche. Das war die Meinung schon von vielen, auch sehr guten, teilweise sehr guten Theologen, bis hin zu Luther, auch Martin Luther hat das gelehrt. Die meisten Theologen bis hinein ins 20. Jahrhundert, erst am Ende des 20. Jahrhunderts, also erst jetzt in den 1960er, 70er, 80er Jahren gab es eine Wende, auch in den christlichen Kirchen, dass das aufgearbeitet wurde. Aber so lange war dieses theologische Gedankengut verhaftet in der christlichen Kirche und hat uns auch mitgeprägt. Ein Zitat: Das Volk, aus dem Jesus kam, also die Juden, hat ihn nicht als Messias angenommen, also gehen jetzt alle seine Rechte an die Kirche über. Das war die Meinung von vielen Theologen. Die Bibel ist aber, unsere Bibel ist zu 99% jüdisch. Es gibt nur einen Autor, den Lukas, der das Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte geschrieben hat, der nicht jüdisch war, aber er hat sich auch klar zu den Juden gestellt und bekannt. Hey, das ist ein jüdisches Buch. Nicht nur das Alte Testament, auch das Neue. Und das ist unser Erbe. Auch als Kirche, als Christen. Du kannst mal die nächste Folie. Ein Bibelvers dazu. Bildet euch aber deshalb nicht ein, dass ihr besser als die herausgebrochenen Zweige seid. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch, sagt der Apostel Paulus, der auch selber Jude war. Wir sind als Kirche, als Christen eingepfropft worden in die Verheißungen, die Gott seinem Bundesvolk, dem Volk Israel, gegeben hat. Wir dürfen Anteil an ihn haben, an diesem Saft, an diesem biblischen, wunderbaren Saft, an den Verheißungen Gottes. Wir dürfen sie für uns nehmen. Das heißt einmal im Neuen Testament, alle Verheißungen Gottes sind für uns durch Christus Ja und Amen geworden. Hey, ist das ein Vorrecht? Das ist Wahnsinn. Wir haben Anteil an dieser Wurzel. Aber wir dürfen uns nicht über die herausgebrochenen Zweige erheben, sagt der Apostel Paulus. Die Wurzel trägt uns, nicht wir sie. Sehr deutlich wird das in einem geistlichen Kampf, also es gibt nicht nur einen gesellschaftlichen Kampf, der Antisemitismus hervorruft oder an theologische Missverständnisse oder falsche theologische Deutungen. Ich sehe in dem Ganzen eigentlich einen geistlichen Kampf. Und dieser geistliche Kampf, der wird ganz gut beschrieben in der Offenbarung, Kapitel 17. Ich kann das jetzt nicht komplett vorlesen, du kannst auch die Folie weitergehen. Genau, eigentlich hat er geistliche Wurzeln. Lest bitte mal dieses ganze Kapitel Offenbarung 12, 1 bis 17 mal nach. Und jetzt habe ich zwei Verse daraus zitiert. Als der Drache merkte, dass er auf die Erde hinabgeworfen war, und der Drache steht für den Teufel, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Die Frau steht für das Volk Israel und der Sohn ist Jesus. Und dann weiter später darüber wurde der Drache so wütend, weil eben sich Gott zu der Frau, also zu dem Volk Israel gestellt hat und auch zu ihrem geborenen Sohn, nämlich Jesus und allen denen, die Nachkommen dieses Sohnes waren, wurde er so wütend, dass er jetzt alle
andere Nachkommen dieser Frau bekämpfte. Und das sind die Menschen, die nach Gottes Geboten leben und sich zu Jesus bekennen. Nach Antisemitismus oder mit Antisemitismus verbunden ist auch Christenverfolgung. Das haben wir schon im Dritten Reich gesehen. Es wurden nicht nur die Juden verfolgt, sondern auch die bekennenden Christen, die Juden geholfen haben, Juden versteckt haben und so weiter oder sich zu den jüdischen Wurzeln der Bibel bekannt haben, wurden genauso verfolgt wie die Juden. Und das sehen wir hier in der Offenbarung beschrieben, dass es nicht nur theologische Ursachen hat, nicht nur gesellschaftliche Ursachen, sondern vor allem geistliche Ursachen. Da gibt es einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Warum? Der Teufel hasst Gott. Und der Teufel hasst alles, was Gott liebt. Und Gott liebt sein Volk Israel. Und Gott liebt alle Menschen. Und da, wo Gottes Liebe sich offenbart, da ist der Teufel auch auf der Matte und will all das zerstören, was Gott tun möchte. Antisemitismus ist auch eng verbunden mit Antizionismus. Vielleicht ist das für die meisten gar kein so großer Unterschied. Ich möchte das ein bisschen erklären, was ich damit meine. Antisemitismus ist eine Ablehnung oder ein Hass gegen Juden oder gegen die Rasse oder das Volk der Juden. Und Antizionismus ist ein Kampf oder eine Ablehnung gegen den Staat Israel. Und meine Überzeugung ist, Antisemitismus und Antizionismus sind nicht voneinander zu trennen. Warum? Ich habe es ja schon gesagt, Gott hat von Abraham angefangen und dann über all seine Nachkommen und immer wieder von den Propheten bestätigt, dass Gott ihnen ein Land geschenkt hat. Und welches Land ist das? Das ist das Land Kanaan oder später Palästina und heute Israel. Gott hat seinem Volk dieses Land geschenkt. Und Gott, Herr, hat diese Verheißung nicht aufgehoben. Und er steht dazu. Und ich empfinde es als ein großes Vorrecht, dass wir in einer Zeit leben, wo wir miterleben dürfen, wie sich Gottes Verheißungen erfüllen. Wie er sein Volk wieder sammelt, aus allen Nationen wieder zurückkommen in das Land, das er ihnen verheißen hat. Das ist Wahnsinn. Ich habe, als ich heute Morgen darüber nachgedacht habe und auch, ich habe einen kurzen Artikel auch noch, was ich immer mache morgens, geschrieben über die Treue Gottes. Und habe mir gedacht, Wahnsinn. Mir kam eine Gänsehaut. Ich dachte, wir leben in einer Zeit, in der wir miterleben dürfen, wie Gott seine Verheißungen wahr macht, sein Volk sammelt und zurückbringt in das Land, das er ihnen versprochen und gegeben hat. Und es gab auch so viele Christen und Kirchen, die daran beteiligt waren, dass das wahr wurde. Das war nicht nur Theodor Herzl, den man als Vater des Zionismus bezeichnet, sondern im Wesentlichen waren viele, viele Christen daran beteiligt, dass es möglich war, dass Israel einen Staat gründen und wieder in sein Land zurückkommen konnten. Christen, die erkannt haben, wir als Kirche, wir als Christen haben einen Auftrag, oder haben auch eine Berufung, wie in allen Dingen, dass sich Gottes Verheißungen erfüllen. Gottes Verheißungen erfüllen sich, klar, das ist so, aber wir sollen als Menschen daran beteiligt werden. Amen. Oder schauen wir nur passiv zu, bis Gott alles erfüllt? Nein, Gott erfüllt also seine Verheißungen. Jesus sagt auch einmal, okay, als alle ihm zugejubelt haben, wenn die Leute mir nicht zujubeln würden, dann würden selbst die Steine mir zujubeln. Also Gott kommt zu seinem Ziel anyway. Aber er möchte, dass wir daran beteiligt werden, dass sich seine Verheißungen erfüllen. Und deswegen haben auch viele Christen und viele Kirchen mitgeholfen, dass der Staat Israel gegründet wurde. Und sind bis heute daran beteiligt, Israel zu unterstützen und zu segnen. Das Volk Israel, ihr Land, ihre Hauptstadt Jerusalem, all das gehört untrennbar zusammen. Das sagt die Bibel. Das sehen wir bei Abraham, bei Mose, bei Josua, bei Nehemia
und bis heute. Und Israel ist auch ein völkerrechtlich anerkannter Staat. Übrigens der einzig demokratische Staat im ganzen Nahen Osten, wo alle Völker friedlich miteinander leben können, auch alle Religionen im Übrigen. Ich war ja schon öfter in Israel und kann das selber bezeugen. Da wird keiner verfolgt, der andere Nationalität hat, der nicht Israeli ist oder nicht Jude ist. Im Gegenteil. Ich sehe das so, dass es die Hand Gottes ist, die hinter der Staatsgründung von Israel steht. Und wenn wir gegen die Hand Gottes kämpfen oder sind, dann sind wir gegen Gott. Und jeder, der mit Gott kämpft und mit in dem ist, was er plant, der ist gesegnet. Und da fühlt sich das, was Gott verheißen hat, 3. Mose, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Wer Israel flucht, der ist verflucht. Und auch diese Aussage wird Gott nicht aufheben. Jetzt kannst du nochmal die Folie, zwei Folien zurückgehen. Thomas hat das schon gesagt, du hast es so genannt, wir wollen keine Israel-Freaks werden. Kennt jemand Israel-Freaks? Was sind Israel-Freaks? Das sind vielleicht Christen, die denken, sie müssten jetzt rumlaufen wie Juden und eine Kippa tragen und einen Gebetsschal und dürfen nur noch Jeschua sagen und nicht Jesus und sowas. Ne? Solche Leute habe ich auch schon kennengelernt. Ich sage immer, was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Das ist nicht nur bei der Zustimmung zu Israel so, das ist in allen Dingen so. Da kann man auch ganz schön weit vom Pferd runterfallen. Auch in der Sache, was Zustimmung und zu Israel angeht. Und eine unreflektierte Zustimmung zu allem Jüdischen und Israelischen ist nicht biblisch. Amen. Selbst Gott hat keine unreflektierte Zustimmung zu allem Jüdischen und Israelischen gehabt. Also lest mal die Propheten, da geht er ganz schön da geht es ganz schön zur Sache mit seinem Volk. Also deswegen, weil Gott für Israel ist und weil das ein auserwähltes Volk ist, heißt das ja nicht alles, was israelische Könige gemacht haben oder auch heute israelische Premierminister machen oder Regierung machen, ist deswegen alles richtig und gut. Darf man da eine kritische Haltung haben? Natürlich. Ich meine, Gott hat eine kritische Haltung gegenüber den Führenden in seinem Volk gehabt. Wenn sie nicht nach seinen Geboten gelebt und gehandelt haben, dann war er äußerst kritisch. Also das ist nicht das Problem, dass wir kritisch sein dürfen. Es geht um eine Herzenshaltung und den Blick eigentlich, du hast es auch so schön gesagt, Thomas, es geht eigentlich nicht um Israel, sondern es geht um den Gott Israels, um sein Herz, um seine Liebe, um seine Treue. Ich finde das so Wahnsinn, seine Treue. Er erfüllt seine Verheißungen nach tausenden von Jahren. Er hat es nicht vergessen. Und ich möchte dir das zusprechen, das ist jetzt was Gott mir gerade durch den Heiligen Geist aufs Herz legt. Gott hat dir auch schon Dinge gesagt in deinem Leben, die sich bis heute nicht erfüllt haben. Aber du sollst an der Geschichte, die Gott hat mit seinem Volk und die er mit seinem Volk schreibt, erkennen, dass er dich nicht vergessen hat. Und dass er seine Zusagen, die er dir gegeben hat, erfüllen wird. Gott ist nicht vergesslich. Er steht zu seinem Wort. Und wenn wir uns darauf stellen, dann wird sich all das erfüllen und all das eintreffen, was Gott geplant hat für uns. Genauso wie für sein Volk Israel. Mein Fazit ist, in dieser Predigt, Christen gehören an die Seite Israels. Gibt es auch eine Organisation, die so heißt,
Die hat auch dieses Buch, nachdem ihr euren Grundkurs macht, herausgegeben, Christen an der Seite Israels. Christen gehören an die Seite Israels. Deutschland gehört in besonderer Weise an die Seite Israels, wegen unserer Geschichte und wegen dem Holocaust. Christen und Deutschland gehören an die Seite Israels. Amen. Und wir müssen da ein Statement abgeben. Wir müssen da uns hinstellen dafür. Denn wer Israel segnet, der ist gesegnet, und wer Israel flucht, ist verflucht. Zum Schluss noch, wir gehen ja jetzt über wieder in eine Lobpreiszeit und auch dann ins Abendmahl. Jesus war Jude. Jesus von Nazareth. Und es hing ein Schild über seinem Kreuz, da stand was drauf? König der Juden. Und wir können nicht, wenn wir Jesus anbeten und wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn verehren und wenn wir das annehmen, was er am Kreuz für uns getan hat, was wir jetzt tun wollen, auch im Abendmahl, können wir nicht gleichzeitig in einer negativen Haltung und Ablehnung gegen sein Volk sein. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wenn wir Jesus annehmen, nehmen wir ihn auch an als König der Juden. Als Jesus von Nazareth, den Juden, aus dem Stamme Juda, der Löwe aus dem Stamme Juda. Er ist unser Retter, er ist unser Messias. Er ist in erster Linie der Retter Israels. Er sagt, ich bin für mein Volk gekommen, aber er hat das zum Glück ausgeweitet auf uns. Weil es war schon immer Gottes Herz. Und er will eigentlich an Israel, an seiner Geschichte und seiner Treue und seiner Liebe zu Israel zeigen, wie treu und wie liebevoll und wie gut er zu allen Menschen ist. Und durch Jesus dürfen wir Teil dieser Erwählung werden. Jeder. Halleluja. Was für ein Vorrecht. Ich wünsche mir, dass du heute nicht nur vielleicht einen anderen Blick auf Israel bekommen hast durch die Predigt und den Gottesdienst, sondern vor allem auf den König der Juden und auf den Vater im Himmel, der Jahwe heißt. Ich bin, der ich bin. Elohim, Adonai, der Gott Israels. Und dass wir ihn kennenlernen. Dass wir seine Liebe erfahren. Dass wir ihn in unser Herz aufnehmen und hineinlassen. Das wünsche ich uns. Und lass uns aufstehen zu einem Lied. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du dich uns offenbarst als der, der du bist. Anfang und Ende, Alpha und Omega. Schöpfer von Himmel und Erde. Und du bist als Mensch auf diese Erde gekommen, in ein kleines Städtchen in Israel, in Nazareth. Und wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns deine Liebe gezeigt hast und jeden Tag neu zeigen willst. Auch heute in diesem Gottesdienst und im Abendmahl. Und ja, dass wir dich immer besser kennenlernen können. Als der du wirklich bist und all deine Wahrheit, deine ganze Wahrheit.